Ja, die Jahreshauptversammlung ist vorbei und die Videos dazu waren ja auch relativ aufwendig. Deswegen darf es jetzt ruhig erstmal wieder ein ganz einfaches Motovlog sein. Und was gibt es da einfacheres, als mal über irgendwas rumzumeckern? Und deswegen, ich bin hier schön unterwegs und will mal meine Erfahrungen mit GoPro ein bisschen vom Stapel lassen. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute muss ich mal ein kleines bisschen Dampf ablassen, was GoPro angeht. Ich sage aber gleich dazu, es ist für mich immer noch kein Grund zu wechseln, aber es gibt einige Punkte, die regen mich da echt tierisch auf. Tja, und für diejenigen, die das nicht ganz so interessiert, habe ich wenigstens eine schöne Strecke rausgesucht. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg nach Oechsen. Da findet im Moment wieder das Motorradtreffen statt. Ist ja ein relativ großes. Hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Ich verlinke das mal hier oben in der Ecke. Und da habe ich aber heute nicht wirklich vor, drüber ein Video zu machen. Wie gesagt, habe ich ja schon. Vielleicht nehme ich doch ein paar Sachen auf und verwurschtel die entweder in dem oder dann doch noch mal in einem eigenen. Aber es soll, wie gesagt, eigentlich um mein kleines Kämpfchen mit GoPro gehen. Und ja, im Großen und Ganzen habe ich mich da ja mehr oder minder jetzt schon festgelegt, dass ich die GoPro-Kameras benutze für mein Moto-Vlogging-Setup. Das war ja schon bei meinem alten Setup so mit der Hero 4. Da war es halt hauptsächlich auch getrieben durch dieses Audio-Pack von Sena, was ja leider für aktuelle Kameras nicht angeboten wird. Da soll ja noch was Neues kommen in irgendeiner Form. Aber deswegen bin ich halt jetzt da zu den größeren, neueren GoPros gewechselt. Mein Einstieg war damals meine eigene hier, die Facecam, die Hero 5 Session. Und ja, irgendwann jetzt da Anfang des Jahres war halt gerade mal ein günstiges Angebot für die Hero 7 Black. Und da habe ich halt zugeschlagen hier als Hauptkamera und habe dann natürlich auch in den sauren Apfel gebissen, das Mikrofonadapter entsprechend da unten dazu zu packen. Und ja, soweit bildtechnisch und technisch bin ich da schon ziemlich zufrieden mit. Also wenn man einmal hier diese Bildstabilisierung gesehen hat. Also es ging ja schon bei der Session 5 los. Das war so die erste, die das einigermaßen ein bisschen gemacht hat. Aber bei der 7er ist das natürlich schon ziemlich abgefahren. Und wenn ich jetzt da mal Aufnahmen sehe noch von meiner Hero 4, die so gar nichts davon hatte. Und selbst hier am Helm dran, wo ja schon vieles wirklich von einem selber geschluckt wird. Mir ist ja quasi so ein bisschen ein kleiner Gimbal, der das einigermaßen ausgleicht. Ist das ein Gewackel? Meine Güte! Also ich hatte jetzt irgendwann bei den letzten Videos war eins dabei. Da hatte ich die ersten Aufnahmen davon von dem Video noch mit der Hero 4 gemacht, ohne Stabilisierung. Und dann jetzt die Aufnahme mit der 7er daneben. Also das ist wirklich schon vom Feinsten. Also da kann ich mich echt nicht beschweren. Wo es dann aber losgeht, ist die Zuverlässigkeit. Also da steckt meine Hero 4 wirklich die 7er hier um einiges in die Tasche. Also was ich am Anfang erstmal mit der 7er an Problemen gehabt hat, dass die wirklich stabil gelaufen ist, war schon nicht so toll. Ich meine, man hat mal die tollsten Features an dem Ding dran. GPS-Tracking hat mich eigentlich echt interessiert, dass das in der Kamera gleich mit drin ist. Und ich weiß gar nicht, was es noch war. Ich habe im Prinzip jetzt so ziemlich alles ausgeschaltet daran. Und wirklich auch nur 1080p 60, Superview und gib ihm, fertig.
damit und da läuft es jetzt wirklich gut. Ich meine, eine Sache habe ich dann für mich noch gemerkt, okay, ich habe ja ein bisschen rumgespielt mal mit Protune. Das ist auch immer noch in Gange, meine Experimente davon. Und habe zwar schon direkt gesehen, okay, sobald man Protune jetzt einschaltet, wird die Laufzeit geringer. Also nicht die Laufzeit von der Batterie her, sondern die Laufzeit auf der Speicherkarte. Was im Rückschluss ja heißt, es wird mit einer höheren Datenrate geschrieben. Habe ich mir erstmal nicht wirklich was bei gedacht. Und natürlich, als ich es ausprobiert habe, gleich das volle Brett. 4K mit, weiß gar nicht, 30 oder sogar 60 Frames pro Sekunde, Protune an, flaches Bildprofil, keine Ahnung. Und da ist mir die Kiste schon bei den Probeaufnahmen, was ja wirklich immer nur so 10, 15 Minuten in dem Moment war, volles Brett eingefroren. Also die war wirklich dann so eingefroren, festgefahren, dass ich einen Akku ziehen musste, um sie überhaupt wieder irgendwie zum Reagieren zu bringen. Hat mich erstmal schwer gewundert. Okay, im Nachhinein habe ich dann halt mich ein bisschen schlauer gemacht und dann natürlich bei den Datenraten, die sie dann schreibt, sind die Standardklasse 10 U1 Karten, SD-Karten einfach zu langsam. Und dann knockt die Kamera scheinbar irgendwann aus. Sprich, ich habe mir dann irgendwann mal eine Class 10 U3 Karte gekauft, gleich eine 128 GB, und diese U3, die können dann, glaube ich, 90 MB pro Sekunde schreiben, also das ist dann schon ordentlich, und da ging es jetzt dann auch schon besser. Seitdem habe ich allerdings noch nicht wieder so richtig getestet, sollte jetzt aber dahingehend auf jeden Fall ein Stückchen besser sein. Aber trotzdem, ich meine, die 4K, damit wird ja geworben, dass es sich dann halt so schwer tut, fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Oh, jetzt habe ich hier eine Umleitung drin und habe mir gar nicht so wirklich angeguckt, was die Alternative dazu ist. Aber ich werde schon hinfinden. Bin ja dann doch schon öfters mal hier in der Ecke unterwegs gewesen. Find's aber geil, dass sie die Ecke mal neu machen. Da ist in irgendeiner Kurve ist wie so eine unbeabsichtigte Temposchwelle drin, mitten in der Kurve drin. Man sieht die auch gar nicht. Da ist halt irgendwann, keine Ahnung, ob der Teer einfach ein bisschen hochgegangen ist. Aber in der Schräglage bei, keine Ahnung, 80 oder so, kommt auf einmal wirklich so ein Wupp. Der ist echt übel. Wenn sie das also mal wegmachen, wäre das super. Ja, zurück zur Kamera. Also wie gesagt, die Hero 4. Da hatte ich nie solche Probleme. Bei der Navigon Cruiser Testfahrt damals in Südfrankreich, da weiß ich ja noch, hatte ich die Hero 4 wirklich fast 8 Stunden nonstop am Laufen gehabt und die ist nicht einmal irgendwie ausgestiegen, hängen geblieben. Also das ist so schon ein bisschen ärgerlich. Noch ärgerlicher wird es aber, finde ich, bei dem Mikrofonadapter unten drunter. Also mal ganz abgesehen davon, dass das Ding halt ein Schweinegeld kostet, irgendwie 65 Euro regulär, meistens vergriffen ist. Also ich habe auf meinen, glaube ich, fast 3 Monate gewartet, bis er wieder lieferbar war und ich ihn gekriegt habe. Da nochmal einen schönen Dank an den Duckstyle, der mir in der Zwischenzeit einen von sich geliehen hatte. Der hatte nämlich praktischerweise gleich 2 davon genommen scheinbar. Und dann hast du dieses sauteure Teil in der Hoffnung, dass du dann ja Pro, ne, du bist ja GoPro, was Ordentliches hast, auch für den Ton. Und dann kommt da zum Beispiel raus, dass, wenn ich hier Strom anschließe an die Kamera noch, also ich habe ja jetzt das Mikrofon eingestöpselt, habe aber auch noch einen Anschluss für den Strom, kann also da, während ich sie benutze, noch Saft drauf geben. Und das ist ja halt auch das, was ich eigentlich immer brauche, weil ich mich nicht mit Akkuwechseln beschäftigen will. Und dann stellt sich raus, sobald ich den Strom anstöpsel und danach die Aufnahme starte, ist mein Ton nicht mehr synchron. Dann heißt, ich muss dann im Nachhinein immer noch im Schnittprogramm meine Tonspur nochmal loslösen und die wieder an die richtige Stelle rücken.
Und das ist für mich, wie gesagt, alles andere als pro, vor allen Dingen für den Preis. Also es ist der Hammer. Wenn kein Strom angesteckt ist, funktioniert das einwandfrei, beziehungsweise selbst dann hat es am Anfang immer erstmal noch, braucht sie, keine Ahnung, eine Viertelsekunde, halbe Sekunde, bevor der Ton anspringt. Aber er ist dann zumindest synchron. Aber boah, das sind so Sachen, die regen mich echt tierisch auf. Und die absolute Krönung für mich ist die Fernbedienung für die GoPro. Also mit der hatte ich bis jetzt da auch nur, gelinde gesagt, bescheidene Erfahrungen gemacht. Ich hatte sie mir das erste Mal ausgeliehen, auch damals für die Navigon Cruiser Testfahrt von einem Kumpel. Und das ist jetzt wirklich schon diese neuere, die Smart Remote. Mit den Mehrknöpfen, auch mit diesem Tagging-Knopf dran und so weiter. Und hatte die halt geliehen, hatte damals auch, ich glaube, 2 Hero 4s mir ausgeborgt. Und ja, hab das dann probiert. Und da war die erste Erfahrung, dass das ganze Ding schon auf der Fahrt nach Würzburg damals, auf meiner ersten Strecke, Hinfahrt, wo ich sie im Einsatz hatte, ist die Fernbedienung selber eingefroren und stand dann komplett still. Jetzt muss ich mal gucken. Wasung will ich ja nicht. Ich will nach Oechsen. Ich muss mal gucken, ob das jetzt da... Müsste dann eigentlich hier wieder lang gehen. So. Ja, wie gesagt, dann ist die schon auch auf dem Weg nach Würzburg, ist mir das Ding schon eingefroren und dann auch derart heftig, dass ich kein Reset, nichts hat nichts gebracht. Ich musste dann wirklich erst komplett leer laufen lassen, bis die Batterie tot war, und dann hatte ich ehrlich gesagt auch schon keinen Bock mehr drauf und habe sie liegen lassen. Damals hatte ich so gedacht, okay, na, Hero 4, die haben es noch nicht ganz so prickelnd drauf gehabt. Hier im generell die 5er, als ich die dann hatte, die hat auch schon im Großen und Ganzen hier mit dem WLAN über Handy und so weiter verbinden besser funktioniert. Dann dachte ich, komm, probierst du nochmal. Hero 5, Hero 7, die sollten das doch bestimmt recht schön in den Griff kriegen. Hab mir also jetzt dann nochmal die Fernbedienung ausgeliehen, wieder die Smart Remote, und hab mich dann abends hingesetzt, einmal gekoppelt. Und das Koppeln hat schon irgendwie, ja, das Koppeln hat eigentlich relativ gut funktioniert, das war okay. Aber danach ging es schon los, die zeigt ja nur oben ganz klein in der Ecke an, eine Kamera oder 2 Kameras verbunden, und das hat schon ständig hin und her gewechselt, und dementsprechend war das Ergebnis. Wenn ich halt auf Aufnahme gedrückt habe, gingen mal beide an, ging mal nur eine an, also es war echt nervig. Da wollte ich eigentlich schon gleich wieder aufgeben. Hab dann aber gesagt, okay, probier's nochmal richtig, hab nochmal die Kameras, die Verbindungseinstellungen komplett zurückgesetzt bei beiden und hab die nochmal komplett neu gekoppelt, und siehe da, es ging auf einmal. Oh, super cool. Und wenn es funktioniert, funktioniert es echt super. Fernbedienung angemacht, beide Kameras gehen an, Aufnahmen gedrückt, beide Kameras laufen los, Aufnahme wieder gedrückt, beide Kameras gehen aus, so wie man sich's vorstellt. Fernbedienung wieder ausgemacht, beide Kameras gehen aus. Perfekt, so soll es sein. Dann habe ich das auch gleich erstmal ein bisschen ausprobiert, habe ein paar Minuten gewartet, wieder probiert, geht. Habe mal eine halbe Stunde gewartet, probiert, geht, super, klar. Dann habe ich auf Nummer sicher gegangen, nochmal eine ganze Nacht liegen lassen, morgens wieder gedrückt, beide Kameras gehen an, starten, stoppen, beide Kameras gehen wieder aus. Alles perfekt, ich super, es geht. Mittags fahre ich dann los, will eine Testfahrt machen, mal richtig auf dem Motorrad, fahre aus dem Ort raus, halt kurz an, drück die Fernbedienung an, geht schon nur noch eine Kamera von beiden an. So ein Hals. Dann habe ich da wirklich in der knalle Sonne gestanden, nochmal gekoppelt. Dann ging es wieder für beide. Dann hatte ich halt die Fernbedienung auch angelassen, beide Kameras an, bin so ungefähr 2 Stunden gefahren und habe halt immer mal Start, Stopp, einwandfrei funktioniert, war super.
dann habe ich irgendwo mal Pause gemacht, habe ausgeschaltet, Fernbedienung, Kameras, keine Ahnung, 10 Minuten Eis gegessen, komm wieder, schalte die Fernbedienung ein, zack, geht schon wieder nur eine Kamera an. Also wirklich, da schwillt mir total der Kamm. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dieses Teil, da wollen die 99 Euro für haben. Pro halt. Also die Preise sind definitiv pro. Funktion her, eher noch nicht so ganz. Also Preise sind auf jeden Fall pro. Und was auch pro ist, ist das Marketinggeschwätz von denen. Also Beispiel die Fernbedienung. Ja. Bis zu 50 Kameras auf bis zu 180 Meter Entfernung kann man damit steuern. Ja, tolle Show. Mir wäre es lieber, ich könnte 3 Stück im Umkreis von 2 Meter zuverlässig steuern, wie diese 50 Stück auf 180 Meter vielleicht, eventuell ab und zu mal. Ja, also das. Ah. Und ich verstehe sowieso nicht dieses Drecks-WLAN. Verbindungssteuerungszeug. Ich meine, dass die WLAN können muss, um dann halt wirklich die dicken Daten zu übertragen, wenn man halt irgendwas direkt auf dem Handy machen will. Voll schön und gut, das passt schon. Aber für die reine Fernbedienung, warum macht ihr das nicht über Bluetooth? Vor allen Dingen, die Fernbedienung kann Bluetooth, die Kameras können Bluetooth. Aber letztendlich wird das Bluetooth nur dazu benutzt, dass die Fernbedienung den Kameras sagen kann, hier, wacht auf und schaltet euer WLAN an. Ich will euch jetzt steuern. Und danach funktioniert das über WLAN. Ich finde das so eine Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Vor allen Dingen der Bluetooth-Teil von der ganzen Geschichte. Der scheint total zuverlässig zu funktionieren. Also keine Ahnung, was sie sich da dabei denken. Wie auch immer. Für mich ist es aber nach wie vor nicht ein Grund, jetzt zu wechseln im Moment. Ich habe ja immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass er sich endlich mal ein bisschen am Riemen reißen und mal Firmware-Updates liefern und da einiges wieder von korrigieren. Aber auch in dem Punkt sind sie im Moment ein bisschen hinterher, finde ich, weil da sind so Firmen wie DJI auf jeden Fall erheblich mehr auf Zack, was das angeht. Also was die hier für meine Osmo Pocket zum Beispiel an Firmware-Updates liefern oder jetzt auch, was man sehen kann mit der Osmo Action. Da könnte sich GoPro, glaube ich, mal schon ein bisschen eine Scheibe von abschneiden. Und ja, die ruhen sich aber ein bisschen mehr auf ihren Lorbeeren aus, habe ich so das Gefühl. Tja, aber jetzt habe ich erstmal genug gelästert und jetzt seid ihr dran. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren unten schreiben, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Oder vielleicht seid ihr ja sogar einer der wenigen oder vielleicht sogar einer der vielen. Vielleicht bin ich auch nur einer der wenigen, bei denen es nicht funktioniert und bei euch funktioniert das alles super und zuverlässig. Und da muss ich halt dazu sagen, mein Kumpel, von dem ich mir die Fernbedienung geliehen habe, der sagt, oh nee, bei ihm geht das gut. Er hat halt nur eine Kamera dran und hat sozusagen die Kamera hier an seinem Rucksack immer so dran gehängt und hat die, keine Ahnung, die Fernbedienung ums Handgelenk gewickelt. Ich sag, das geht eigentlich zuverlässig, das geht immer. Also ich spreche schon wirklich von 2, beziehungsweise für mich wäre die Idealbesetzung ja 3 Kameras, die halt wirklich zuverlässig zu steuern sind. Also, Feuer frei, unten in den Kommentaren, lasst mal eure Erfahrungen hören. Tja, und ich nähere mich jetzt so langsam Ochsen, fahre jetzt noch ein bisschen, muss hier im Moment ein bisschen hinterher schnecken. Und damit soll es das für die Folge gewesen sein. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.